alle verstärken rufen? Da ist noch einer. Sieht ruhig aus. Sieh mir einen anderen Bereich an. Haltet die Augen auf. Hab ihn verloren. Warum kommt denn keiner hoch? Er ist der Einzige, der keine Verstärkung rufen kann. Oh nein! Agent getroffen! Es gibt keine Zufälle. Dann mal los! Findet ihn! Gebt ihr auf! So ein bisschen dumm, ne? Ich hab die jetzt alle mit einem Auto ausgeschaltet. Komm, ihn kriegen wir doch auch noch, oder? Nein, leider nicht. Schalt ihn aus. Okay, das war so doof. Das war so blöd. Ich habe ernsthaft 3 Leute überfahren mit dem gleichen Auto. Ich hole mir erstmal meine Kerndaten. Clear ist es ja jetzt. Sind die außen oder was? Nein. Aber hier bringt mir nichts. So, und da werfe ich jetzt eine Sprengladung hin. Bitte.
Musik ist schön. Der Netzwerkbrücke habe ich noch nicht verstanden. Hab sie alle. Jetzt solltest du vielleicht verschwinden. Soll ich das herkriegen? Geh gleich nochmal zurück. Ich will nur erstmal, dass das Suchgebiet quasi weg ist. Bin raus. Gut. Hey, wir haben ein Video gemacht mit dem Zeug aus dem Penthouse. Sieh's dir an. Mitbürger, Inwald hat euer geheiligtes Wahlrecht als Spielzeug missbraucht. Ihr wurdet ins Visier genommen und von Inwald manipuliert, um ihre Marionette zu werden, Mark Thruss. Aber der Zack hat Inwald gehackt und ihre Algorithmen geändert. Die Umfragen kippten sofort.
Entschlossen, Thrass wählen zu lassen, griff Invite selbst auf Hacking zurück. Hier. Invite CEO Mary Catskill übergibt einen Virus für die Wahlmaschinen an Mark Thrass persönlich. Die Wahl wurde verschoben. Mitbürger, nutzt diese Zeit zum Nachdenken. Lasst nicht zu, dass ihr manipuliert werdet. Dedzek bittet euch, denkt nach, bevor ihr wählt. Dedzek hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Damit kann ich doch was anfangen. Ich nehme besser einen Quadrocopter, der ist schneller als ich. Brauche ich auch. Weil das hier, wer weiß, wo lang geht. Ach da. Gott, oben drauf, ist klar. Unsere Follower meinen, dass Thrass Fall hier der große Sieg ist. Aber das ist nur das Sahnehäubchen. Jetzt hinterfragen die Leute ihre eigenen Ansichten. Niemand wird zugeben wollen, dass er bei dieser Wahl verarscht wurde. Aber jeder Thrass-Wähler wird sich genau das fragen. Wir haben Bloom und CTOS zur Idee verschweißt, dass große Datenunternehmen invasiv und scheiße sind. Yep. Ein großer, invasiver Scheißkuchen. Du bist furchtbar. Das gefällt dir doch. Geht blau denn lang?